Okay, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Gäste. Mein Name ist Lisa Luksch und ich darf Sie als Teil des AIA-Organisationsteams herzlich willkommen heißen. Diese digitale Gesprächsrunde zum Thema Update Next Generation ist Teil des Rahmenprogramms der diesjährigen Jahresausstellung der Fakultät für Architektur an der TU München, die unter dem Thema Update Architektur von uns als Seminar und unter der Leitung von Professor Andres Lepik kuratiert wurde. Das Thema Update Architektur bedeutet für uns als Studierende eben auch, mit jungen Architektinnen über Möglichkeiten und Herausforderungen der Selbstständigkeit in der heutigen Zeit zu sprechen. Fragen aus dem Publikum, die über den YouTube-Kommentarfunktion gestellt werden können, versuchen wir so gut wie möglich in das Gespräch einfließen zu lassen. Einleiten möchte ich das Gespräch mit einer kurzen Vorstellung der geladenen Gäste, um anschließend das Wort an unseren Moderator, Professor Thomas Auer vom Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen zu übergeben. Die Expertin der Runde ist Professor Lydia Haag, Partnerin im Büro Haag und Töpfner und seit 2011 Professorin an der Hochschule in Konstanz. Seit 2016 ist sie die Landesvorsitzende des BDA in Bayern und Mitglied des Vorstands der Bayerischen Architektenkammer. Die Vertreterinnen der Next Generation sind Anne Femmer. Sie ist Partnerin im 2015 gegründeten Architekturbüro Summa cum Femma in Leipzig und war unter anderem Assistentin an den Professuren von Christian Kerres und Jan de Wilder in Zürich und im Sommersemester als Gastprofessorin an der TU München. Europa Frohwein ist Inhaberin des Büro Europa in München und absolvierte bis 2012 ihr Architekturstudium an der TU und war seitdem unter anderem bei Victor Lopez Cotelo und Adolf Krischanitz in Zürich tätig. Und ist nun seit 2018 an der Professur von Andreas Putz für neuere Baudenkmalpflege. Sebastian Munterer gründete 2016 das Büro Munterer Architekten, nachdem er davor schon eine 6-jährige Büropartnerschaft mit Florian Fischer betrieben hatte. Außerdem war er Korrekturassistent und dann 8 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Dietrich Fink hier an der TUM. Nun darf ich das Wort an Professor Thomas Auer übergeben, der seit 2014 Professor an der TUM und Leiter des Lehrstuhls für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen ist. Er wird die Gesprächsrunde zum Thema Update Next Generation moderieren und das Gespräch kurz mit einem eigenen Statement beginnen. Ja, liebe Lisa, vielen Dank. Erstmal vielen Dank auch, dass Sie mich gefragt haben. Macht es wirklich gern. War mir eine große Freude, hier was beitragen zu dürfen. Vor allem, weil wir ja über Update Next Generation Architektinnen reden und ich selber Ingenieur bin. Das heißt, so ein bisschen die Sicht vielleicht von außen auf die Situation habe, aber natürlich durch meine Tätigkeit im Büro, aber auch an der Uni, an der Architekturfakultät, mich in dem Umfeld, sagen wir mal, ein bisschen auskennen, würde ich jetzt mal sagen. Auch vielen Dank für die hervorragende Organisation. Ich finde es wahnsinnig toll, was ihr mit dem AIA-Team auf die Beine gestellt habt. Aber jetzt vielleicht gleich einzusteigen, wir haben ja auch nicht so viel Zeit zum Statement. Wir hatten heute Morgen schon im ARI eine Veranstaltung, wo wir das Thema auch so ein bisschen am Rande angerissen haben, gemeinsam mit Sandra Schuster. Die Frage, die ich mir so gestellt habe, war: Update Next Generation, ist das überhaupt der richtige Titel? Braucht die Next Generation ein Update? Oder müssten wir nicht vielmehr über Update Architectural Practice reden? Weil die Art und Weise, wie wir Architektur lehren, wie wir gewohnt sind, im Architekturkontext zu arbeiten, ist immer mit dieser 60-Stunden-Woche und man muss Nachtschichten machen, man muss leiden, es gibt schlechte Pizza und nur so entsteht gute Architektur. Und dann, ihr alle arbeitet noch in einem akademischen Kontext. Da gibt es den Spagat, den man tagtäglich machen muss mit Freizeit, mit Familie. Aber wenn man dann auch noch irgendwie in Akademia tätig ist, was von meiner Sicht aus auch die tägliche Arbeit bereichert und befruchtet, und beide Seiten davon profitieren. Aber trotzdem ist man in einem Spagat. Und da frage ich mich, ob wir nicht drüber reden müssen, wie wir diesen Spagat verbessern können, wie wir den Spagat ermöglichen können. Ich glaube, das ist so der eine Themenkomplex, über den wir heute reden können. Den anderen, der Sprung in die Selbstständigkeit. Wie ist es für junge Architekten? Wie kommt man in Wettbewerbe? Sagen wir mal, die Situation ist ja auch an der Stelle nicht ganz einfach.
Das Interessante an diesem zurückzukommen, 60-Stunden-Woche, 10 Iterationen, 2 Tage vor Abgabe des Wettbewerbs, dann doch nochmal alles über den Haufen zu schmeißen. Durch Corona war man ja jetzt ein bisschen gezwungen, auch den Entwurfsprozess dahingehend so ein bisschen anzupassen. Ich habe von Hermann Kaufmann gehört, ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier laut zitieren darf, aber ich mache es jetzt einfach, dass das Zweitsemester, das er dieses Jahr hatte, mit das beste Ergebnis war von allen Zweitsemestern, die er je hatte. Und was wir sehen im Entwurf an der Uni ist, dass wir die Prozesse jetzt durch Corona natürlich viel stärker linearisieren müssen, wie wir es normalerweise machen, wo man einfach über Deskgrid reingeht und sagt, ach, mach doch mal so, mach mal so. Jetzt wird alles viel mehr strukturiert, viel mehr linearisiert und plötzlich sagt Hermann, kriegen wir von Hermann Kaufmann diese Aussage. Dann habe ich letzte Woche zufällig mit einer Projektleiterin vom Benisch gesprochen, die hat gesagt, vom Wettbewerb, den sie abgegeben haben, alle im Homeoffice, das ganze Team im Homeoffice, remote zusammengearbeitet, dass auch sie das Gefühl hatte, dass das mit das beste Ergebnis war, das sie seit langem produziert haben. Also ich glaube, wir müssen uns auch in unserer täglichen Arbeit so ein bisschen hinterfragen. Aber jetzt würde ich gerne mit der Frage vielleicht an Lydia Hagmer einsteigen, mit dieser Frage des Spagats und wie sie das empfindet mit der Lehre in der Universität in Konstanz und ihrem Büro, ob sie da gezwungen ist, das, was Corona uns jetzt gefordert hat, so ein bisschen stringenter im Büro zu arbeiten, ob sie das als diesen Spagat als machbar empfindet und als wünschenswert oder strebenswert. Du bist gemutet. Okay. Also ich glaube, was man einfach sagen muss generell ist, dass Architekten so Überzeugungstäter sind und alles mit Leidenschaft machen. Und wenn irgendeine Diese Sitzung wird aufgenommen. Okay, jetzt ist gerade so eine Nachricht reingeplatzt, wird aufgenommen. Das Fenster mal hier wegschieben. Also, dass Architekten einfach Überzeugungstäter sind und alles voll Leidenschaft machen. Und jede Herausforderung, die sich uns stellt, die nehmen wir voll an. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Lockdown in Corona gewesen. Das wären andere, sagen wir mal, Großindustrie, die Hand aufgehalten haben und gesagt, wir können nicht mehr weiter, haben die Architekten alles möglich gemacht und weitergearbeitet. Und so habe ich es auch bei meinen Studierenden empfunden. Es war erst so ein bisschen eine Schockstarre und dann hat jeder gesagt, wir machen das Beste draus. Und deswegen denke ich auch, dass die Erfahrungen, auch die ich in der Lehre gemacht habe, dass die eigentlich ganz gut waren und auch die Erfahrungen, die wir in den Architekturbüros gemacht haben, dass die auch nicht schlecht war, dass wir das Miteinanderarbeiten remote einfach gelernt haben, was natürlich Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ich kann von daheim arbeiten, was ich auch gern mache, was auch für Frauen, die vielleicht Kinder daheim haben, einen Vorteil bringt, aber gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass natürlich dann Herausforderungen besteht, dass man besser Stöpsel drin hat, weil hintenrum was schreit. Also es ist Positives und Negatives, aber wie gesagt, unsere berufliche Eigenschaft ist die, aus jeder Situation das Beste zu machen. Und deswegen, glaube ich, geht es uns alle mit dieser Situation ganz gut, was nicht heißt, dass es immer so sein muss. Also ich glaube, es wird beides geben in Zukunft. Das Digitale, das wir als Architekten gut beherrschen, mit dem wir klarkommen, aber das Analoge, das wir brauchen, das ja eigentlich unsere Baukunst und Baukultur bestimmt. Beides würde ich sagen, ist wichtig. Ja. Aber jetzt ja die Frage dann, jetzt kommen wir ja vielleicht hoffentlich bald in eine Phase der Normalisierung wieder. Und wir hatten eine andere Veranstaltung auch mit ETH und TU Delft und so weiter, wo wir das Thema diskutiert haben mit 5 Universitäten, die Bauhaus 5 Universitäten. Und dann der Tenor war, lass uns das jetzt nicht romantisieren. Mhm. Es war nix, es war schlecht. Dieser ganze Lockdown ist für die Architekturausbildung eine Katastrophe. So, das war die Quintessenz. Ich komme mehr und mehr zu dem Punkt, wo ich mich frage, ob das wirklich so ist oder was kann bleiben? Haben wir gelernt, was kann bleiben? Also ich glaube, was wir davon lernen können und auch brauchen, ist, und es gilt auch für die Büros und auch wir sind ja beim Thema junge Architekten, Nachwuchs, ist, dass man allein als kleiner
als Ein-Mann-Show sich kaum mehr selbstständig machen kann, weil er die Rechte in Europa, die ganzen Wettbewerbsverfahren, die immer natürlich auf Masse und auf Quantität zielen und auch wie viele Projekte habe ich denn im Petto. Das heißt, was vielleicht diese Zeit der Digitalisierung jetzt schon zeigt, dass dieses Netzwerk bilden, mit anderen Leuten über die Grenzen, über die räumlichen Grenzen hinweg arbeiten, dass das möglich ist, das ist, glaube ich, ein Faktor, der dem Nachwuchs dann, wenn er sich selbstständig macht, einfach helfen wird. Weil es ist eben nicht mehr der Kollege von nebenan, den ich jetzt vielleicht nur im Studium kennenlerne, mit dem ich mich selbstständig mache, sondern vielleicht auch ein ganzes Netzwerk über Landesgrenzen, über Expertisen hinaus, auch unterschiedliche Disziplinen, die erstmal miteinander zusammenarbeiten können auf diese Art und Weise, dass dann immer eine Mischung aus persönlichem Kontakt und auch vor Ort arbeiten dazugehört. Das halte ich für selbstverständlich. Ich glaube, wir neigen immer zu so einem Schwarz-Weiß-Malen. Und das ist genau falsch. Ich glaube, wir müssen wirklich von jeder Situation uns das Beste nehmen, vom Digitalen, dieses Networking und vom Analogen natürlich, das Baukulturelle, das Haptische mit den Materialien arbeiten. Und wenn wir das machen und von beide Möglichkeiten haben, dann ist es das Beste. Was im Herbst passiert mit der Lehre, wissen wir ja nicht, weil wir ja gar nicht wissen, wie vor Ort und präsent wir sein können. Aber ich halte beide Bausteine, gerade für Architekten und auch für die Architekturausbildung und für die Praxis später, absolut wichtig, weil ja auch die neuen Techniken, viele digitale Werkzeuge für die Architektur, auch die digitale Produktion spielt natürlich genauso eine Rolle, wie wirklich die analoge und praktische Arbeit an Design-Bild-Projekten. Also sind echt zwei Stränge. Ja. Ich finde, ja, empfinden, dass die Jungen... Ja. Ja, jetzt wäre ich ein bisschen zu schnell ohne Handzeichen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das vielleicht aber auch vorher auch schon praktiziert wurde. Für mich ist das jetzt kein Corona-Phänomen, sondern auch ihr als Studierende, ihr seid überall auch im Austausch. Man bewirbt sich ja international, man lernt dort Leute kennen und unser Projekt in München, da arbeiten wir auch mit zwei guten belgischen Kollegen und auch vor Corona lief das alles über Archicad Teamwork in der Cloud und da speist halt einfach jeder seine Zeichnungen mit rein. Man zeichnet in einem im gleichen Gebäude. Für mich ist das jetzt keine Corona-Erfahrung und dieses Netzwerken, dass man vielleicht auch offener gar keine festen Büros bildet, sondern mal einen Wettbewerb mit einem und dann mal wieder mit einem anderen Kollegen macht, hatte ich das Gefühl, vermehrt eigentlich sehr oft so zu sehen, dass man da auch irgendwie klug so Allianzen bildet. Ja, aber darf ich da, ich glaube, das stimmt. Also ich glaube tatsächlich, wir, die ältere Generation, mussten da mehr uns überwinden, jetzt so zu agieren. Das ist die junge Generation, kann das. Aber ein wichtiger Faktor ist natürlich auch unsere Landesregierung. Also wie viel vor Ort Infrastruktur für digitale Netze, Breitband, Digitalbonusse für freiberufliche Büro stelle ich auch zur Verfügung. Und da waren wir, sage ich mal, als Freiberufler kleine, teilige Strukturen, quasi nicht so auf dem Tablett. Ne? Da gibt es sehr viel Industrieförderung, wo das Usus ist, aber dass die vielen kleinen Büros auch diese infrastrukturellen Förderungen brauchen. Den Anspruch können wir, glaube ich, erst so mit Fug und Recht jetzt untermauern, indem wir gesagt haben, nee, wir konnten weitermachen, aber wir brauchen auch diese Unterstützungen, wie sie die Industrie ja schon lange bekommt. Das wäre jetzt ein Faktor, den man vielleicht jetzt deutlicher fordern und nachfordern kann. Also auf die Lehre vielleicht ein Satz noch kurz, ganz konkret aus der Praxis. An der neueren Baudenkmalpflege beschäftigt man sich mit Bestand. Und die Beschäftigung mit Bestand funktioniert leider einfach nur durch das Gehen in den Bestand und durch das Sprechen mit den Leuten, die da wohnen, seit Ewigkeiten vielleicht Eigentümer sind. Und insbesondere auch in Archive, also nicht nur die LBK, sondern auch kleinere, privatere oder Firmenarchive. Und das war jetzt in diesem Semester einfach tatsächlich leider eine Katastrophe. Man konnte das vergessen. Ich habe alles alleine vorher recherchieren müssen und versuchen müssen, den Studenten dann online zur Verfügung zu stellen. Das ging auch, aber diese Erfahrung, wie viel Arbeit zum Beispiel da drin steckt in Rechercheleistungen oder auch wie detailliert ich auf einem Plan suchen kann, um noch eine Information zu finden über einen Hersteller, den es heute vielleicht noch gibt oder
eine Firmenreise von Gartner nach Amerika. Das ist einfach nicht möglich in solchen Shutdown-Zeiten. Und das war, was ich wahnsinnig schade finde, dass also die neuere Baudenkmalpflege oder generell überhaupt die Beschäftigung mit Beständen hat einfach echt andere Problematiken als das auf dem freien Feld entwerfen. Und da, das ist nicht nur das Archivsthema, sondern dann auch noch die Sprache, die da ein großes Hindernis bildet. Und gleichzeitig ist aber Bestandsarchitektur so ein Riesenthema jetzt aktuell, was dringend überarbeitet gehört. Also da sehe ich das schon, also langfristig auch mit Networking da groß weiterzukommen, leider nicht jetzt in dem Themenfeld. Lisa, du hattest dich vorhin gemeldet. Ja, ich wollte nur genau quasi den Ball an die jungen Architektinnen quasi, die angesprochen wurden, weiterspielen, sie auch einzubringen, genau. Ja, wir wollten ja eigentlich gar keine Corona-Diskussion führen. Genau. Ich habe ja Corona mehr so als Aufhänger genommen, um die Frage zu stellen, ob wir in Corona gelernt haben, musste jetzt feststellen, dass wir als ältere Generation wahrscheinlich mehr gelernt haben als die junge Generation, wie es so häufig ist. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir auch davor schon also sehr viele Meetings mit Zoom, GoToMeeting etc. gemacht haben. Aber in der Intensität war es neu und vor allem in der Lehre war es neu, in Entwurfsprozessen, in Wettbewerben war es neu, dass wir das jetzt alles über Online-Portale machen. Und die Frage, die für mich sich einfach nur stellt, haben wir gelernt, Entwurfsprozesse dahingehend stringenter zu machen, dass sie uns ermöglichen, diesen Spagat, von dem wir vorher gesprochen haben, auf vielen Ebenen, auf vielerlei Ebenen, besser zu bewältigen, dass es eher eine Chance ist, jetzt auch wieder für junge Architekten diese neue Arbeitswelt, sage ich jetzt mal, dass es eine große Chance ist, auch für junge Architekten, in die Selbstständigkeit zu gehen, gleichzeitig noch zum Beispiel an der Uni zu forschen und oder zu lehren. Anne, ihr habt ein super Format gemacht hier in München mit diesen Videos zu Utopien. Sind das Möglichkeiten, auch in der Lehre, dass man diesen Spagat besser machen kann? Ja, also mit Effizienz hat das bei uns, glaube ich, nur nicht so viel zu tun. Also natürlich ist die Idee auch durch die Parameter ein bisschen entstanden. Man könnte aber vielleicht sein Studio auch nochmal in normalen Verhältnissen auch so denken, Videos zu produzieren. Und vielleicht auch nochmal, ja, da ist ja so ein bisschen vielleicht indirekt noch ein Vorwurf zu hören, dass wir da sozusagen zu emotional, also mit unseren 200% als Architekten vielleicht im Beruf drinstecken. Ich hatte auch mal den Begriff Lean-In gehört. Das ist aber auch durchaus, glaube ich, negativ gemeint. Also, dass wir da angreifbar sind, uns verausgaben. Ich weiß einfach nur nicht, das hat natürlich auch mit Spaß an der Arbeit zu tun. Und dieses ganze sozusagen Verschmelzen von vielleicht beruflichen und privaten und die ganze Zeit, die da drin steht, das ist natürlich auch ein unglaublicher Luxus, wenn man sich das leisten kann, vielleicht so viel zu arbeiten, wenn es denn Spaß macht. Also wir hätten jetzt kein Bestreben, da sozusagen rationalisieren zu müssen. Und ich empfinde sozusagen diese Verausgabung vielleicht auch so als Luxus, wenn man die Möglichkeit hat, so vielleicht langsam und auch ineffizient zu arbeiten. Ich weiß nicht, bei dir, Sebastian, habe ich manchmal auch das Gefühl, ich stoße da auf einen guten Gesprächspartner. Ich glaube, ich würde es total negieren, dass die Digitalisierung erst mit diesem Coronavirus kam. Ich finde das so ein bisschen, das begleitet ja die ganze Zeit unser Leben. Wir haben auch irgendwie so Projekte mit anderen Büros zusammen, auch mit Jungen, und das funktioniert total gut. Und bei uns ist eher der Luxus, dass wir immer diese großen Modelle bauen und da war dann schon quasi irgendwie die Bremse da, dass es halt nicht mehr ging im Büro. Und daheim schaffe ich es leider nicht, weil sobald mein Sohn hier oben ins Homeoffice reinkommt, dann ist Sense mit Modellbauen und dann geht es einfach alles schief. Also zwangsweise, oder man ist dann wieder einfach weg. Und im Büro ist schon, es ist wahnsinnig schön, an diesen Modellen rumzubauen, und das ist halt einfach komplett weggebrochen. Und das war schon schwierig. Aber das digitale Arbeiten, glaube ich, in Werkplanungen, und wir hatten auch Baustellen am Laufen, die waren relativ robust, muss ich sagen, überraschenderweise. Ich weiß nicht, San Remo habe ich ja auch so mal mitgekriegt, das lief auch einfach schon weiter.
Und da hatte ich erst große Skepsis, aber das war relativ robust, das ging weiter. Aber eben diese Arbeit, das hängt jetzt natürlich vom methodischen Prozess ab, wie man im Büro arbeitet. Aber wenn man eben so gewisse Dinge methodisch sich leistet, wie die Anne das gesagt hat, oder den Luxus hat, so mit Modellbau und so, dann das geht halt, dann ging jetzt nicht mehr. Aber sagen wir mal unabhängig, sagen wir es mal ganz unabhängig von Corona an. Ich denke auch, dass natürlich die Digitalisierung schon lange stattgefunden hat. Ich glaube auch nicht, dass Corona jetzt die Welt ändert, aber schon ein Katalysator war für viele Entwicklungen, wo wir alle feststellen mussten, das ist zumindest mein Eindruck, dass viele Dinge besser fu funktionieren, als wir es erwartet haben. Ich Also will es mal so sagen. die Eier, Ja? war es ein Katalysator, glaube ich, oder? Ja? Das Ja, zum Beispiel. ist ein Zum Eindruck. Beispiel für dieses Format hier, genau. Aber jetzt, Sebastian, ist es denkbar? Du warst 6 Jahre bei Dietrich Fink, oder? Ja, Als wissenschaftlicher länger sogar. Mitarbeiter. Länger sogar, okay. Ist es denkbar, halbtags an der Uni wissenschaftlicher Mitarbeiter zu sein und trotzdem in einem Architekturbüro Projektleitung zu übernehmen? Oder bin ich zwangsweise limitiert in meiner Entwicklung in einem Architekturbüro, wenn ich mir den Luxus leiste, auch noch an der Universität tätig zu sein? Ich glaube, man muss es halt wollen mit der Selbstständigkeit. Ich glaube, dass eher, also bei mir war irgendwann die Erkenntnis, dass wenn ich im Architekturbüro arbeite und an der Uni, dann wird es nichts mit der Selbstständigkeit. Deswegen war ich fand eher die Uni so positiv als Standbein in der Auseinandersetzung mit Lehre und Praxis, und dass man sich aber versucht, dann mit eigenen Projekten mit einer gewissen finanziellen Sicherheit quasi selbstständig zu machen. Weil das bietet ja die Uni unglaublich an, oder? Dass man das erste Projekt, man kann jetzt ein Büro aufmachen, und wenn man aber nicht den finanziellen Hintergrund hat und kein Projekt da ist, dann schaut man auch blöd aus der Wäsche sozusagen. Und ich glaube, die Uni gibt einem die Chance, dass man Wettbewerbe macht, aber vielleicht auch ein bisschen Netzwerk bildet. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also, aber ich sehe es nicht zusammen im Büro mit einer Projektleitung, sondern eher mit der Selbstständigkeit und der Universität. Okay. Aber müssen Büros sich nicht auch so aufstellen, dass sowas möglich ist? Auch für, sagen wir mal, Familien, Mütter, Väter, die halbtags nur noch arbeiten wollen. Müssen wir unsere Prozesse nicht so organisieren, dass so jemand auch Projektleitung übernehmen kann vom interessanten Projekt? Also, wenn ich da Ja. was dazu sagen kann, also ich meine, wir haben unheimlich viele Kollegen, die Büros haben, die ihren Mitarbeitern doch heute schon viele Spielräume einarbeiten. Also ich glaube, dieses, du gehörst dem Büro, machst nur was anderes und du musst Vollzeit arbeiten. Ich glaube tatsächlich, dass die Zeiten vorbei sind. Wir haben selbst im Büro Mütter, die in Teilzeit arbeiten, Väter, die früher quasi auch 5 Tage die Woche dabei haben, die auch sagen, ich möchte mich um die Kinder kümmern. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei, dass das eingleisig gedacht wird. Und ich glaube, dass man schon sagen kann, wenn man in einem Architekturbüro arbeitet, dass diese Erfahrung sammeln, bevor man sich selbstständig macht, dass die einfach unglaublich wertvoll ist. Und ich kenne viele Kollegen, die dann ihren Mitarbeitern, die langjährig da sind, ein kleines Projekt mit auf den Weg gegeben haben in die Selbstständigkeit, oder die sogar immer noch sagen, da haben wir kleine Projekte, die rentieren sich für uns nicht. Nimm die, mach das. Ich weiß, der arbeitet gut, sodass dann einige Bürogründungen schon auch so passiert sind. Also ich glaube, die Flexibilität ist unglaublich groß. Es ist ja eher schwer, Mitarbeiter zu finden, immer noch. Das heißt, die Zeiten, wo man keine Arbeit gefunden hat, die sind ja auch lang zurück. Ich glaube auch, dass nicht, dass sich das wirklich sehr großartig ändern wird. Es wird vielleicht durch den wirtschaftlichen Einbruch, den wir vielleicht nächstes Jahr doch erleben werden, schwieriger. Aber generell, glaube ich, ist die Möglichkeit, aus dem Büro heraus mit einem Erfahrungsschatz sich dann selbstständig zu machen, eine ganz gute Basis. Okay. Europa, du nickst auch. Ja, im Büro sehe ich das auch so. An der Uni sehe ich schwierigere Entwicklungen. Mit der Zusammenlegung an der TU von den mit den Ingenieurfakultäten zur, wie heißt es dann, School of Engineering Designs. and Design. Genau. Wird das Akademia aus meiner Sicht immer mehr Raum einnehmen. Und zwar vor allem in den Anforderungen, die an den Mittelbau gestellt werden, auch im Rahmen von den eigentlich wir uns ja selbst erarbeiteten Qualifizierungsvereinbarungen. Wie das möglich sein soll, dass man quasi so Publikationsprojekte
parallel zu einer Projektleitung und zum Aufbau des eigenen Büros machen soll und auch noch Lehre stemmen soll und dann vielleicht auch noch Familie hat, da habe ich dann irgendwann Probleme. Ja. Also habe ich jetzt schon gemerkt, wenn man auf 60% angestellt ist und ein Tag die Woche sozusagen für Forschung vorgesehen ist, damit kommt man nicht weit. Und wenn der Rest von den 60%, die übrig sind, im eigenen Büro dann für Projekte draufgehen, dann ist man eigentlich überall nur so mit so einem halben Fuß drin und macht nichts mehr richtig. Und das sehe ich eher kritischer, die Entwicklung. Weil wenn man sich da annähern will, den anderen Fakultäten im Rahmen von Drittmittelakquise, was viel mehr Volumen einnehmen muss in der Architektur, dann ist das nicht mehr einfach nur so ein bisschen Lehre nebenher. Das ist dann mehr. Also jetzt muss ich vielleicht eine, ich gebe dir absolut recht, erstmal grundsätzlich. Ich muss jetzt bloß an einer Stelle korrigieren, eingreifen. Ich glaube, diese Entwicklung, die ist erstmal völlig unabhängig von dieser School of Engineering and Design. Wir stehen einfach in dieser akademischen Welt zunehmend unter Druck in der Architektur. Diese KPIs, wie wir immer so schön sagen, Key Performance Indicators, der akademischen Welt zu erfüllen, weil Architektur anders funktioniert. Da gibt es etliche Dinge, peer-reviewed Artikel. Wir haben ja, jetzt kommen wir in ein anderes Feld, ich will es bloß ganz kurz machen, aber wir haben ja auch die Aufgabe, als Professoren, als Wissenschaft in die Profession hineinzuwirken. Kein Architekt und kein Ingenieur liest einen Forschungsbericht. Das heißt, wir können über diese klassischen Wege der akademischen Welt nicht in die Profession reinwirken. Das ist ein Dilemma. Und da versuchen wir, da arbeiten wir an diesem Dilemma. Aber dieses Dilemma, glaube ich, ist unabhängig von dieser School of Engineering and Design. Im Gegenteil, die School of Engineering and Design hat für uns vielleicht sogar, wir arbeiten zumindest dran, die Chance, dass wir so ein bisschen aus diesem Dilemma rauskommen, indem man Dinge fixiert, indem man also Mittelzuweisung geht ja am Schluss geht es immer um Geld, ja. Dass wir Mittelzuweisungen fixieren und unabhängig machen von KPIs, weil wir argumentieren, dass wir anders sind. Wir sind halt ein bisschen anders. Als da habe ich nicht den aktuellsten Wissensstand, aber ja, wenn ja. Sich aber so es ist ja, super, ja. Aber es ist natürlich die generelle Entwicklung. Und ich hatte einen Anruf letzte Woche von TU Darmstadt, die wollen, dass die TU 9 sich zusammentun und für Architektur eigene KPIs zu entwickeln. Weil diese Entwicklung ist, dieser Druck herrscht an allen Universitäten. Und ich war letztes Jahr bei einer Veranstaltung in England unter dem, im angelsächsischen Raum ist der Druck noch viel größer wie bei uns. Also wenn man dort ist, dann wieder zurückkommt, dann stellt man fest, dass wir immer noch auf einer Insel der Glückseligen sind, trotzdem. Also ja, was wir natürlich immer machen, ist so ein bisschen diese ganzen Welten miteinander sozusagen verschwimmen zu lassen. Natürlich finden wir das eigentlich erstrebenswert oder ja unbedingt notwendig, dass man diese geringprozentigen Verträge an der Universität weiterhin hat und dass sie halt einem nicht verpflichten dazu, Dissertationen auch parallel zu schreiben, sondern dass man halt auch praktisch tätig sein kann, so dieses eben Start-up-Modell. Und wenn dann sozusagen ein Mitarbeiter als Assistent, den man auch im Büro hat, den wir jetzt für dieses Semester dann sozusagen auch mit an die Universität genommen hat, dann kann man natürlich auch da vielleicht so seine kleine eigene Forschung aufbauen, das gleichzeitig wieder ins Büro mit transferieren und ja. Ja, ich will eigentlich, ich versuche eigentlich, sorry, wenn ich dir jetzt ins Wort falle gerade, aber ich versuche eigentlich so ein bisschen genau in die andere Richtung zu wirken, dass ich sage, wir brauchen auch unter den Architekten, unter den entwerfenden Architekten und Architektinnen viel mehr, die auch einen Doktor machen. Also ich sehe immer so diesen Schritt zurück, wenn man von Doktorat spricht und ich frage mich, wieso, aber das würde uns, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion um diese KPIs wahnsinnig helfen und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das mal ein Thema spezifisch zu erforschen, was dann auch im Büro hilft, das kriegt dann über so ein Doktorat auch noch mal eine andere Tiefe und auch noch mal eine andere Reputation, wenn es im Rahmen eines Doktorats passiert. Also ich will eigentlich versuchen, die Hemmschwelle zu nehmen. Das stimmt, aber vielleicht bräuchte man dann sozusagen irgendwie mehr Zeit und auch noch die Gelegenheit, diese anderen Sachen eben auch machen zu können. Das dürfte kein Vollzeit, also dann wäre das nicht so dieser Architekt als Multitalent, sondern es gibt ja durchaus auch praktizierende, entwerfende Architekten, die natürlich auch irgendwann, wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum, auch mit doktoriert haben. Ich finde es natürlich einfach immer beeindruckend, wenn man so mehrgleisig auf allen Ebenen
so unterwegs ist. Ja. Sebastian. Ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben ja zusammen mit einem Kollegen auch ein Buch gemacht und bei uns war schon dann auch die Frage, ob man eine Doktorarbeit macht. Aber es ist ja auch so, dass wenn man praktizierender Architekt ist, glaube ich, blockiert einen die Doktorarbeit total durch über einen längeren Zeitraum und auch, ich glaube, der Schluss ist tatsächlich verheerend, zeitlich gesehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass man sich dadurch dann so ein bisschen tatsächlich wie dem Bauen wieder entfremdet. Und bei uns war lange die Überlegung, wir haben gesagt, aber wir wollen einfach da ein Buch machen, weil es entwerfender Architekt hat man fast von einem Buch wie als Ergebnis mehr, als also im Sinne einer Forschungsarbeit, als von einer Doktorarbeit. Die, glaube ich, ich weiß nicht, natürlich ist es schön, diesen Titel zu haben, aber wie die einem dann weiterhilft, oder wüsste ich jetzt nicht. Also vielleicht, ja, Lydia. Also ich glaube, also ist die Frage, über was wir reden. Natürlich ist ein wichtiger Teil von Lehre und Forschung ist quasi diese akademische Fortbildung. Aber die Masse der Absolventen, würde ich mal sagen, oder die Masse derer, die studieren, ich glaube, die machen keinen Doktor. Das ist einfach eine statistische Wahrscheinlichkeit. Und was redet man jetzt allen, die heute fertig werden, also wenn es um Nachwuchsförderung geht? Und ich glaube, eigentlich das Allerwichtigste ist, dass man nicht so pauschal sagt, der eine muss das oder der andere muss das machen. Ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass die jungen Leute eine Gelegenheit haben, so eine Orientierungsphase auch zu bekommen. Und dazu gehört für mich schon erstmal auch das Kennenlernen von dem eigenen Beruf. Und diese praktische Erfahrung im Büro, glaube ich, die kann man gar nicht ersetzen. Genauso wie übrigens wir im Studium tatsächlich auch noch so diese praktische Erfahrung auf der Baustelle haben. Also was passiert denn da wirklich? Wie ist denn dieses Hands-on? Wie schaut denn das dann aus, wenn das, was ich gezeichnet bin, auch gebaut wird? Und dann gibt es einige wenige, die dann merken, dass sie weiter sich akademisch bilden wollen. Und da haben wir natürlich in der Architektur schon immer das Problem gehabt, dass die Architekturfakultäten, dass diese Forschungsgebiete nicht die sind, die drittmittelstark sind. Weil da einfach natürlich von der Industrie nicht so viele Gelder drin sind wie bei Medizin oder in anderen Fächern. Und da haben wir dann tatsächlich irgendwie ein strukturelles Problem, das man insgesamt mal anpacken wird, dass diese Arbeiten, die wir machen, die praktischen Arbeiten oder auch ja natürlich soziale Fragen der Architektur, Entwurfsthemen, dass die genauso anerkannt werden wie diese faktischen peer-reviewten Hefte. Und das muss man einfach strukturell ändern, sonst wird sich die Situation, sage ich mal, in der Lehre für uns auch nicht ändern. Und das war übrigens, das ist gar nichts Neues, das war schon immer so. Ja. Weil wir natürlich eine in den technischen Disziplinen sehr künstlerisch und auch soziale Disziplin sind. Ja. Also sag mal, ich will alles richtig, was gesagt wurde. Und natürlich ist die Frage, ob so ein Doktortitel auf der Baustelle was hilft. Aber ich will in einem Punkt Sebastian schon gern widersprechen. Es ist so, dass wir an der TUM im Moment über 7 Professuren sprechen, die neu besetzt werden in den nächsten Jahren. Und der Druck, dass wir Leute berufen mit Promotion, wird immer größer. Wir kriegen die entwerfenden Architekten noch, sage ich echt dazu, berufen ohne Promotion. Aber wir könnten über ein Tenure-Track-Verfahren, wo wir junge Wissenschaftler nur berufen können, und da können wir nur berufen über Promotion, da scheidet der entwerfende Architekt aus für solche Verfahren, weil wir nicht ausreichend Kandidaten mit Promotion finden. Das ist schon so, dass wir auch die Aufgabe haben, unseren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden, und an der Stelle sind wir im Moment limitiert. Deswegen finde ich schon, muss man dieses Thema Promotion, und ich finde es sehr schade, dass ihr aus eurem Buch keine Promotion gemacht habt, und so ein Buch ist schon eine Promotion. Mach doch mal noch. Ja, genau. Könnte ja auch ein systemischer Fehler sein, wenn man in Architektur nur noch Leute berufen darf, die quasi in der Forschung tätig sind. Also ich glaube, das merkt jeder, der studiert, dass es total wichtig ist, auch eine Ausgewogenheit zu haben. Ich brauche den einen Professor, der akademisch mir einfach hilft und mir diese Welt eröffnet. Und ich brauche in der Architektur genauso der Professor, der einfach von seinem praktischen Wissen im Büro profitiert, bei dem ich dann das Entwerfen und das Konstruieren lerne und das Gefühl habe, ich habe das absolut verstanden. Und diese Ausgewogenheit, die gilt es zu wahren. Und ich sehe da fast ein bisschen das Problem. Und das ist zum Beispiel echt
schon ein Nachwuchsproblem. Wie soll ich denn in so eine Stelle kommen, wenn ich so und so viele Häuser gebaut haben soll und eine Doktorarbeit und, und. Und wenn ich eine Frau bin, habe ich noch ein Problem, weil Kinder darf ich dann erst kriegen, wenn ich 60 plus bin oder wie. Ich meine, das war jetzt überspitzt, aber also das alles immer verlangen zu wollen, ich glaube, darin liegt ein großes Problem und deswegen ist so ein bisschen diese Verwissenschaftlichung unseres Studiengangs in der Lehre, also das darf eigentlich nur ein kleiner Prozent sein, weil sonst verlieren wir wirklich dieses Herzstück der Architektur. Also es geht um eine Ausgewogenheit und wie schaffen wir die zu halten? Das ist, glaube ich, wichtig. Na, absolut. Und natürlich ist es absolut essentiell, dass wir bauende Architekten und auch Ingenieure an unseren Unis haben, die da lehren. Da gibt es gar keine Frage, also würde ich nie widersprechen wollen. So, aber jetzt kommt das aber natürlich, oder sagen wir mal, ich glaube, das Problem ist, dass wir diese Verwissenschaftlichung immer in eine Quantifizierbarkeit interpretieren. Ich meine, das ist mein Thema, Quantifizierbarkeit, aber ich denke halt, dass, und Europa, du kannst was dazu sagen, dass Wissenschaft oder Forschung nicht immer nur Quantifizierbares sein muss und sein darf. Und ich glaube, dass Architekten mit dem, was sie machen, ein Wettbewerb, ein Gebäude zu entwickeln, da steckt schon viel Forschung drin. Aber Forschung heißt dann auch, dass ich es reflektiere, dass ich es publiziere, dass ich es kommuniziere. Also man muss dem Ganze dann ein bisschen Kontext geben, das Ganze kontextuieren. Aber das heißt nicht, dass Entwerfe nicht auch Forschung sein kann. Oder Anne, was ihr gemacht habt in dem Studio, das war ja auch Forschung, über diese Sozialutopien Filme zu machen, Räume zu entwickeln. Das ist doch Forschung in Architektur. Genau, sicher, aber dann innerhalb von seinen sozusagen abgesteckten Rahmen, ohne dass das jetzt sozusagen dann 3 Jahre gebraucht hat sozusagen. Oder natürlich halt auch so, dass man sich vielleicht in andere Bereiche vorwagt, indem man halt eigentlich nicht professionell ist, sich nicht komplett auskennt, aber vielleicht auch als Laie trotzdem sozusagen Behauptungen aufstellen kann oder Ideen entwickelt, ohne dass das für uns für Architekten vielleicht ja dann immer diesen ganz akademischen Ansprüchen genügt. Da können wir trotzdem aber was draus ziehen. Ja, ja. Über diese akademischen Ansprüche müssen wir reden. Wir können Aber ist es nicht auch... Vielleicht nur, weil das an mich ging, ganz kurz noch ein Satz. Ich glaube, es sind so wie zu viele Dinge, über die wir reden. Das eine ist Quantifizierbarkeit von Forschung, die zur Grundlage herangezogen wird, um Gelder zu verteilen. Das ein Riesenproblem ist für die Architektur, weil auch wenn wir es anders bewerten, einfach die Gelder aus der freien Wirtschaft nicht fließen, wenn die nicht irgendeinen Vorteil davon haben. Und das andere ist, Forschung betreibt man auch im Entwerfen immer. Und ich würde mir jederzeit wünschen, dass das auch, sagen wir mal, auf der theoretischen Ebene noch ein bisschen mehr betrieben wird und dann aber unbedingt auch honorartechnisch besser bezahlt wird, dieser Anteil. Das ist aber auch faktisch noch nicht so. Wo ich jetzt die Chance sehe für die nächste Generation, vielleicht nach uns erst, ist, dass man sich, dass man wie ein neues Feld offen hat. Man kann nicht nur noch Architekt werden und in die Praxis gehen, sondern die Akademie wird für einen aufgemacht. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass jeder die eierlegende Wollmilchsau wird am Ende. Das können wir alle nicht leisten. Vor allem nicht in Selbstständigkeit und Uni und Dissertation und Kindern und. Ne? Ja, ja, klar. Genau. Nee, absolut. Sebastian, also, du hast was. Europa schlägt genau die Kerbe in dich ab. Nein, das ist so ein bisschen don't hate the player, hate the game. Also das ist ja die Doktrin, die aus anderen Sparten kommt, aus der Medizin, aus der Chemie, aus diesen ganzen hochintensiven Forschungsbereichen oder wo ohne Doktorarbeit nichts geht und wo man dann vielleicht auch Leute, die mit 25 eine Doktorarbeit geschrieben haben und die so richtige Wahnsinnsexperten auf ihrem Gebiet sind, dass man die halt dann haben will. Ich habe da immer noch meine Zweifel. Also es gibt ja auch die Sparten in der Architektur oder wie Baugeschichte, Architekturtheorie, wo das, glaube ich, viel näher ist oder vielleicht sogar auch in der Denkmalpflege, wo ich es wie greifbarer finde. Aber man liest ja viel und ich kenne tatsächlich einfach unglaublich wenig Doktorarbeiten über Entwurfsthemen. Vielleicht ist da auch noch wie ein Feld offen. Ja, also da passiert im Moment sehr viel, vor allem im angelsächsischen Raum, im englischen Raum, weil für die geht es knallhart um Geld. Und die haben ihr RIF. Ich weiß gar nicht genau, für was das steht. Da wird alle Forschungsarbeit und dann tun Entwerfer von der UCL in London, tun ihre Wettbewerbe in Kontext stellen, wie ich es vorher beschrieben habe,
mit einer Hypothese, was haben sie entworfen, was ist daraus geworden, und tun es quasi kritisch reflektieren und kommunizieren. Und diese Arbeiten werden dem Griff zur Bewertung vorgelegt für die KPIs. Also ich will bloß sagen, ich glaube, wir müssen so ein bisschen die Augen, also uns breiter machen und uns auch nicht in Architektur immer verstecken, zu sagen, naja, das ist ja nicht wirklich Wissenschaft. Natürlich ist es Wissenschaft. Wir müssen es bloß als solche mal anerkennen, selber. Also ich würde mir auch in anderen Feldern mehr dieses, Entschuldigung, ich habe mich nicht gemeldet, in anderen Feldern mehr diese, mehr so eine Interdisziplinarität wünschen, die wir ja luxuriöserweise noch ganz stark haben. Meine Befürchtung ist einfach nur, dass sich das immer weiter aufspaltet in Spezialisierungen. Das fände ich einfach sehr, sehr schade. Sehr schade, ja. Lisa. Ja, jetzt wollte ich nur noch mal zurückführen, auch weil wir gerade eine Frage reinbekommen haben, quasi an Lydia, an dich. Und zwar geht es noch mal darauf, dass du gesagt hast, dass auch jetzt in eurem Büro viele Leute in Teilzeit arbeiten. Und da war jetzt quasi noch mal nachgehakt, bekommt man in Teilzeit dann auch wirklich Projektleiterstellen und wird man so auch Partner? Ich glaube, das ist absolut alles möglich, ja. Ich würde wirklich sagen, dass diese Doktrin, dass die nicht mehr beherrscht. Natürlich bekommst du, wenn du vielleicht nur 3 Tage die Woche arbeiten kannst, nicht das absolute Großprojekt, aber du bekommst genauso ein Projekt wie jemand, der Vollzeit arbeitet. Und was man ja ehrlicherweise sagen muss, das hat ja nicht nur was mit Teilen zu tun, das hat ja auch immer ein bisschen was mit Begabung oder der Personalität zu tun. Nicht jeder leitet gerne ein Projekt, ne? Da gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Aber ich würde schon wirklich sagen, dass diese alten Zöpfe, die früher so waren, also ich meine, wir hatten so im Jahr 7 Tage Urlaub, als ich jung war, maximal, wenn wir Projektleitung haben, die Zeiten sind einfach vorbei. Ich wollte einen Beitrag noch insgesamt machen, und das ist das, was mir eigentlich auffällt und vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum manche dieses Corona-Semester auch so genossen haben. Früher bei uns gab es nicht diese maximale Studiendauer. Da konntest du 15 Semester studieren. Da hat keiner gesagt, du hast jetzt zu lang studiert, jetzt hör auf. In meiner Zeit, als ich an der TU München Assistentin war, hatte ich noch eine volle Stelle. Ne, mit dieser vollen Stelle konntest du tatsächlich auch wissenschaftlich arbeiten, wenn du wolltest. Also jetzt die Tendenz, die sich doch einstellt, wenn man mal an den Nachwuchs geht, ist, dass man alles schneller erwartet, dass diese ganzen Stellen geteilt werden und dass man vielleicht die junge Generation einfach das Gefühl hat, sie hat zu wenig Zeit für bestimmte Dinge. Und ich glaube, da ist wirklich was Wahres dran. Und deswegen müsste man, finde ich, gesellschaftlich schon sich darum kümmern, dass dieses Gehetzte, was in unserer Gesellschaft ist, dass man das zurücknimmt, dass man das für seine Studierenden zurücknimmt, vielleicht im Büroalltag zurücknimmt, und dass man gesellschaftlich dafür kämpft, dass diese Werte von Ausbildung, dass die wieder in den Vordergrund kommt. Denn letztendlich, was haben wir denn für Rohstoffe in Deutschland außer Bildung? Gar nicht so sehr viel. Also das wird für mich einfach viel zu wenig ernst genommen. Wir haben ja gar nicht viel. Wir haben Bildung, wir haben dieses Know-how, und das müsste viel, viel stärker in den Vordergrund genommen werden und auch die Zeit wieder etwas mehr gegeben werden. Das ist vielleicht so der Effekt, warum in Corona, als die Leute nur drin waren, man auch positive Effekte hat, weil nicht mehr so viel parallel lief. Und dieser Zeitfaktor, der ist für mich so in Ruhe und überlegen dürfen und auch mal was falsch machen dürfen. Das ist irgendwie was verloren gegangen ist, was ich sehr schade finde. Dieser Erfolgsdruck in der Jugend, den finde ich wirklich manchmal zu stark. Das kann ich nur unterstreichen, ja. Ja, vielleicht in quasi als Antwort nochmal auf dieses Statement, auch was Thomas, du noch angesprochen hattest, ganz am Anfang in deinem Statement, dieser offene Wettbewerb quasi. Anne, ihr habt ja das Projekt in Riem auch im Endeffekt für euch entschieden in einem Wettbewerb. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal nachhaken, ist der offene Wettbewerb wirklich eine Chance für junge Architektinnen oder wie kann das wieder werden? Ja, würde ich natürlich sofort dafür plädieren und am besten auch noch wie in der Schweiz komplett ohne Kammerzulassung, dass man einfach als Student antreten kann. Und wenn man dann ein Projekt hat, dann braucht man, also haben wir auch gemacht, ganz klassisch unsere 5 Berufsjahre in einem Büro,
absolvieren, aber da wirst du mir jetzt, Lydia, wahrscheinlich widersprechen, aber wenn ich so ein Projekt habe, glaube ich, kann ich auch an meinem eigenen Projekt schon lernen und da würde ich jetzt nicht so streng sein, dass es da so eine Laufbahn gibt, die man durchlaufen muss. Da gibt es ja zahlreiche Beispiele. Ganz viele Beispiele und ganz unterschiedliche Laufbahnen, aber wir haben halt nicht mehr viel offene Wettbewerbe und das ist eigentlich das Problem. Also das System, mit dem wir noch auch schon schwer damals über einen Wettbewerb uns selbstständig machen konnten, diese Verfahren, die sind einfach eine Rarität. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn man sich selbstständig machen will, wenn man keine Connections hat, ne? Also das hat ja immer mit Beziehungen zu tun und jemand, der gar keine Connection hat, der hat natürlich früher im Wettbewerb eine gute Chance gehabt, wenn er denn gut war. Und wie gesagt, solche Verfahren gibt es nicht, weil das immer vorher ausgewählt, also gibt es schon, aber sehr selten, weil immer vorher ausgewählt wird und diese Auswahlkriterien sind nicht immer, aber häufig einfach quantitativ, ne? Also bevor du zum Kindergarten, zum Wettbewerb eingeladen wirst, sollst du schon 3 gebaut haben. Und das ist natürlich dann, sag mal, für den Nachwuchs ein Ausschlusskriterien und da muss man halt einfach dran arbeiten, dass diese Auslober, dass die verstehen und das passiert auch oft und wir machen das ja auch berufsständisch ganz viel als BDA, dass wir an diesen Dingen arbeiten, um zu überzeugen, dass es einfach Qualitätskriterien sind, nicht unbedingt nur, wer hat schon Masse produziert, um auch wirklich, und es funktioniert auch manchmal sehr, sehr gut, wenn die Auslober mitmachen, dann ganz neue Kollegen, die auch ihr erstes Projekt bauen, da mit guten Erfolgen. Die Erfolge gibt es, ja. Anna, bevor du was sagst, vielleicht darf ich noch eine These, vielleicht darf ich noch eine steile These dazwischen werfen. Ich gehe inzwischen sogar so weit, dass ich sage, die Grundlage für den Wettbewerb ist ja das Versprechen, dass über den Wettbewerb junge Büros auch an Projekte kommen können. Und wir tragen das wie so ein Mantra vor uns her und nutzen immer das Beispiel des Olympiaparks. Und ich sage, dieses Versprechen erfüllt der Wettbewerb nicht mehr. Nein. Und ich will noch was ergänzen. Ja, Europa? Eine Quote muss auch her. Ja. Weil wenn ich sie, also vielleicht nicht nur für Wettbewerbe der öffentlichen Hand oder Wettbewerbe ganz allgemein, sondern generell fürs Bauen für jede Firma. Wenn ich mir anschaue, was Euroboden zum Beispiel die letzten Jahre gemacht hat, habe ich es mir aufgeschrieben, 28 Projekte haben die gebaut von 17 Büros. Davon haben 3 Büros Frauen mit dabei als Partner. Okay. Ist schon ein sehr trauriger Schnitt. Und es schaut nicht so viel anders aus bei der Kirche und es schaut auch nicht sehr viel anders aus bei der Stadt. Ja. Also bin ich natürlich sofort dabei, weil vielleicht noch Florian und mich, diese Konstellation scheint es ja vielleicht ab und zu nochmal so zu geben, aber halt so wie du arbeitest, halt allein, oder das ist ja schon, da gibt es einfach wenige Büronamen. Da würde ich jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Nicht, weil ich das nicht richtig finde, dass Frauen an Wettbewerben mitmachen und Jungen, aber das Ziel des Wettbewerbs ist Anonymität und dass das beste Projekt gewinnt, die Qualität. Das ist eigentlich das ursprüngliche Ziel und diesen Qualitätswettbewerb, das ist sowieso ein Riesenangebot unseres Berufsstandes. Also wer arbeitet in ganzen Pulken umsonst, um einen Auftrag zu erkindern? Also das sind sehr wenige, Architekten, Künstler machen das, aber das Auftragsversprechen kann ja nicht über Quoten funktionieren, sondern muss einfach mit dem besten Resultat funktionieren. Und die Eingangskriterien, das sind die Kriterien, da können wir heute auch nicht mehr diskriminieren, nur die Jungen, nur die Alten, nur die... Nein. Aber wir müssen einfach dafür sorgen, dass das offener wird, dass die öffentliche Hand, wenn sie ausschreibt, dass sie so breit wie möglich diese Sachen zulässt. Darum geht es. Und bei den privaten Bauherren, die das freiwillig machen, kann man einfach nur darum werben und diese Beispiele gibt es, dass die Jugend gute Erfolge bringt. Und dass es eigentlich ganz gut ist, mal auch ein neues Denken zuzulassen. Das zeigen auch diese Ergebnisse. Also sagen wir mal, kurz was einwenden darf. In Nordamerika, wir haben ja ein Büro auch in New York, da haben wir tatsächlich diese Forderung. Da gibt es bei jedem öffentlichen ausgeschriebenen Projekt gibt's die Forderung, dass ein Teil des Teams, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel der Honorare, die an alle Architekten und Fachplaner gehen,
30% oder so an Minority-geführte Unternehmen gehen. Ja, also wenn ich mich mit meinem Jahresumsatz bewerben muss, dann verstehe ich jetzt nicht, was so kompliziert daran wäre, einfach zu sagen, die Hälfte davon sind Frauen. Oder man muss ja auch irgendwie so eine strukturelle Benachteiligung dann sozusagen ausgleichen auf einer anderen Seite. Ja, man sagt einfach, es gibt Quoten, man lässt 20 Büros zu und fünf davon müssen Minority geführt sein. Also bei einem komplett offenen Wettbewerb ergibt sich das Problem ja gar nicht so. Da ist ja die Qualität bei Frauen genauso vorhanden. Da sehe ich das Problem jetzt gar nicht. Aber wenn es Eingeladene sind oder eben einfach privat über einen bestimmten Budget, da ist es mir wirklich die Katastrophe im privaten Bereich. Ja, und ich finde schon, dass die öffentliche Hand an der Stelle eine Aufgabe hat. Ich finde alle, die Bundesregierung beklagt sich immer, dass zu wenig Innovation und so weiter im Bausektor. Das heißt, wieso gibt es keine Innovationsklausel in der NF? Wieso verpflichtet sich die Bundesregierung nicht, dass es bei jedem Bundesgebäude eine gewisse Forschung Teil des Projekts sein muss? So wie Kunst am Bau muss Forschung integriert sein in das Projekt. Wieso verpflichtet sich die öffentliche Hand nicht, dass in jedem Wettbewerb Büros dabei sind, die noch nicht gebaut haben? Junge Büros, die noch nicht drei Kindergärten vorweisen, die fliegen ja nachher raus über das nachgeschaltete VAF-Verfahren. Ja. Das führt doch den Wettbewerb ad absurdum. Ich weiß nicht, wieso der BDA und die Architektenkammer an diesem System so krampfhaft festhalten. Wenn es das System gar nicht gäbe, gäbe es keine Wettbewerbe. Aber ja, was wir alle berufsständisch machen, ist diese Aufklärungsarbeit, dass es absolut möglich ist, über diese Sortierungskriterien das möglich zu machen. Es ist oft schlicht und ergreifende Unkenntnis oder einfach ein Nichtwollen, weil man die Bekannten haben will. Möglich wären diese Dinge. Und da glaube ich, arbeiten alle dran, dass das so weit wie möglich geöffnet wird. Und wie gesagt, die Beispiele gibt's. Aber wir müssen uns schon im Rahmen dieser rechtlichen Möglichkeiten bewegen. Und deswegen sage ich mal, das Kriterium Frau oder Mann oder jung oder alt ist beim Wettbewerb einfach keine, sondern es geht tatsächlich die beste Arbeit rauszufinden. Und das ist ja ein anonymer Vorgang in der Regel. Ne? Also ja, es geht ja um die Zulassung zum Wettbewerb. Genau, ja, genau. Ja, also die Zulassungsbeschränkungen, die so zu formulieren, dass so junge Büroinhaber mit teilnehmen können, das ist eine Aufklärungsarbeit, die wir ja intensiv betreiben. Hm? Ja. Das ist ja auch rechtlich gar nicht ausgeschlossen. Es ist nur zu wenig bekannt, dass das möglich ist und zu wenig ausgenutzt. Ne? Und das ja, das muss man einfach fordern, offen fordern, dass mehr Möglichkeiten gibt für junge und übrigens auch kleine Bürostrukturen. Es hat auch gar nicht mehr unbedingt was mit der Jugend zu tun, sondern es gibt ganz viele kleine Bürostrukturen, die aufgrund der Tatsache, dass sie mal einen Kindergarten, mal eine Schule, mal bauen, ja gar nicht diese Massen vorweisen können. Es hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Lisa. Ja, jetzt muss ich hier leider reingrätschen. super, super spannender Impuls, glaube ich, jetzt besonders zum Ende nochmal, wo auch wirklich ja jeder seine persönliche Meinung dazu hat und was auch sicher noch mindestens eine Stunde hätte weiter diskutiert werden können. Aber ja, jetzt ist unsere Zeit leider abgelaufen und deswegen würde ich sagen, war es das jetzt quasi. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Gästen. Vielen, vielen Dank für die tollen Impulse, tollen Meinungen, für das tolle Gespräch einfach. Und genau. Vielen Dank dir. Spaß gemacht. Okay. Ja. Vielen Dank auch von mir an die Gäste. Vielen Dank nochmal an das Team, das das alles organisiert hat. Vielen Dank an dich, Lisa. Hat es wirklich Spaß gemacht.